Was geht? Willkommen bei Clean Ride. Ich war heute beim Lidl einkaufen und habe einen Handdampfreiniger von Silvercrest entdeckt. Kostet, glaube ich, 25 Euro. Ist momentan im Angebot. Ist ein kleiner Dampfreiniger. Packen wir mal aus hier. Ich habe ihn daheim schon probiert, bin ehrlich. Wir probieren hier mal am Motorraum aus, weil das habe ich schon mitgenommen für Innenraumreinigungen, wo man schlecht hinkommt, oder für Motorräume. Für Felge kann man das nutzen. Ob er jetzt genug Bums dazu hat, das müssen wir jetzt ausprobieren. War nett, geht er zurück. Und ein gutes Zeit da. Was haben wir alles dabei? Einmal das. Das ist für Polster. Da kann man so einen Sockel drüber machen. So, in der Art. Genau. Da kann man schön den Stoff sauber machen im Auto, die Sitze, halt oberflächlich. Oder den Geruch rauszubringen, wenn irgendwas ausgelaufen ist. Verlassen wir mir Nassauger. Was haben wir noch dabei? Ein Fülltrichter. 250 ml gerne rein. Auf jeden Fall immer destilliertes Wasser nehmen oder Trinkwasser. Auf jeden Fall gehandeltes Wasser, schon verkalktes Ding ratzfatz, wie so ein Wasserkocher. Dann kann er wegschmeißen. Das ist mit dabei. Das gibt es leider nicht länger. Ich habe schon geguckt im Internet, ich habe keins gefunden. Wenn es einer von euch weiß, haut den Link drunter, dann bestelle ich mir einen, weil das ist für Innenraumpflege ein Tick zu kurz, aber für das Geld jammern mal nicht rum jetzt. Ne? So, was ist noch dabei? Das ist eine Fugendüse für die Fliesen zu Hause. Da könnt ihr die Fugen schön sauber machen. Den habe ich auch ausprobiert. Funktioniert wunderbar im Bad. Brauchen wir aber hier nicht. Eher sowas. Der hat da leichte Winkel drin. Damit könnt ihr schön schrubben und gleichzeitig wupp mit dem Dampf alles wegmachen. Ich habe jetzt den drauf. Den fand ich ganz cool, weil da kam der meiste Druck raus. Das ist der gleiche wie der, nur ein bisschen dünner und ohne Bürste. Der hat also, da kommt richtig viel Dampf raus. Den mag ich jetzt mal ausprobieren im Motorraum. Funktioniert tut das ganz einfach. Ihr steckt das einfach hier drauf. Das ist innen drin wie so ein Imbus aufgebaut. Ich hoffe, das sieht man. Gut. Das nimmt man und zack, steckt es da rein. Dann habt ihr das vorne schon mal drauf. Am Gerät selber. Gleiche Prinzip, ihr steckt das da rein und dann dreht er das hier rein. Und wir sehen uns jetzt gleich am Auto. Ah, stopp, nee, aufgefüllt wird's. Hier, 250 ml, ich habe jetzt schon destilliertes Wasser drin. Was man vorhin, oder was ich rausgefunden habe, ist, wenn da noch Druck drin ist im Kessel, kriegt er den Deckel nicht auf. Ich habe schon gemeint, das Gerät ist kaputt, aber da ist ein Ventil drin. Sobald da noch Druck im Kessel drin ist, könnt ihr den nicht öffnen. Das ist einfach ein Schutz, dass ihr euch nicht verbrüht, wenn ihr an dem Teil arbeitet. Und weil 250 ml hebt halt auch nicht ewig. Ich schätze mal so 20 Minuten, müsste es lange, erfahrungsgemäß. Also Motorraum sollte da zumindest mal das Gröbste runterkriegen. So, und jetzt sehen wir uns am Auto wieder. So, da sind wir wieder am Alfa Romeo. Den kennt ihr ja. Das ist mein Alfa, wo ich auf dem Berg gekauft habe. Nochmal danke an Felix. Ich habe jetzt Strom drauf gegeben auf das Ding. Ihr seht hier einmal grün, einmal rot. Rot heißt, er heizt sich auf. Und sobald es grün wird, kann man loslegen zu dampfen. Ihr seht hier auf dem Motor, wo nochmal Licht her. Auf der Plastikabdeckung haben wir überall diese Stab und alles dran hänge. Da, was kann man noch versuchen wegzudampfen? Da zum Beispiel diese Dinger, wo man so schwer reinkommt. Ah, jetzt ist es auf grün das Licht. Was mal zeigen. Da, das muss auf grün sein. Moment, hier, genau, das. Dann können wir loslegen. Das heißt, Dampf ab. Fangen wir mal am besten hier an beim Twin Spark. Ihr habt hier einen Sicherheitsmechanismus, einmal rechts, einmal links. Da ist ein Schloss auf, hier ein Schloss zu. Mache das Schloss auf, dann geht's ab. So, los geht's.
Versuch Nummer 1. Gehen wir einmal schön eine Lappe drüber. Jetzt haben wir ja alles gelöst. Ja. Dann noch ein bisschen rumspielt. Dann funktioniert das wunderbar. Man kommt halt echt mit einem Teil an Ecken dran, so wie da. Ich hole mal ganz kurz den anderen Aufsatz. Ich glaube, der ist dafür besser. Wir nehmen jetzt mal den Aufsatz. Wechseln geht ja ganz einfach. 10. Drauf. Einstecke. So, jetzt probieren wir es mit dem mal, dass ihr den Unterschied seht. Leicht beschlagen jetzt, ne? Sauber machen. Zack, 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 zack. Gut? Gut. So, dann ist das Ding sauber. Jetzt haben wir es hier auf dem Plastik probiert. Ich schmeiß nochmal die andere Düse drauf. Probieren wir mal vorne am Schlussträger. Ja, ist immer noch grünes Gerät. Der Schlauch wäre halt geil, wenn der länger wäre, ne? Aber naja, dafür ist günstig. Ohne Chemie wird es hier schwer. Wir haben mal den anderen Aufsatz. Ich glaube, das ist schon ein bisschen fest gebacken hier. Und jetzt haben wir rot. So warte, bis es grün wird. Ich hoffe, ich habe genug Wasser rein. Und normal müsste noch ein bisschen Dampf durch sein, halt noch ein bisschen Restdruck manchmal. Das probieren wir da mit dem Pinsel mal. Schöne Sache im Winter, ne? Und da wird es euch nicht kalt bei der Arbeit. Ja, man sieht es wunderbar hier, ne? Jetzt ist er wieder grün. Ja, das war die Vorstellung von uns für das Silvercrest. Wir werden hier behalten und Aufbereitung für Kleinigkeiten. Gerade Innenraum finde ich das mega interessant, für Lichtschlitze zum Beispiel. Oder für alle Vertiefungen, da kann man schön rumspielen. Das wird ja gleichzeitig desinfiziert. Schreibe die, 99,9% von der Bakterien, sterbe ab. Ist ja momentan in der Corona-Zeit vielleicht da ganz interessant für den einen oder anderen. Meine Frau will zwar ein Bad nutzen, ist eine coole Sache. Für die Duschkabine, schön abgezogen, kalt geht weg durch die Wärme. Ja, also von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Also Lidl, da habt ihr wieder was Tolles rausgebracht. Bis zum nächsten Mal, ciao.